rausgekommen sein. Marktzüge. Und jetzt räumen wir hier erstmal auf. Die Angel brauche ich nicht. Den Stack Brote, ehrlich gesagt, auch nicht. Ist nett, dass ich Katzen suchen wollte und Dschungel, aber nee. Dafür ist es jetzt nicht wirklich an der Zeit. Reisen können. Tun wir mal damit rein. Bestimmt gut. Also der Wald sieht echt cool aus. Da müssen wir eigentlich auch mal hinschauen, wie der, was aus dem geworden ist. Aus dem Wald. Wäre schon echt teilweise interessant zu sehen, wie das hier aussieht. Also am coolsten muss ich sagen, wäre die Mahnlinie wahrscheinlich, wenn sie dann hier rechts. Keinerseits ist das ein bisschen flach. Oh, warte mal. Das geht so gar nicht. Gottes Willen, daran habe ich jetzt immer gar nicht gedacht. Ich muss den Bahnhof ein bisschen anders anlegen. Also entweder tiefer liegen oder höher liegen. Aktuell bin ich hier auf Höhe 73. Wobei, 6 Blöcke über den geht eigentlich voll klar. Also entweder ich muss ihn wirklich tiefer legen und dann unter dem Fluss drunter, was ich allerdings nicht so geil fände. Oder höher legen und über den Fluss drüber zu kommen. Aber auf der Höhe geht das nicht, weil dann ist der Unterbau genau auf Flusshöhe und das sieht dann echt nicht gut aus. Deswegen, ich muss erhöht bauen. Und dann stellt sich für mich die Frage, wie erhöht. Und da habe ich eigentlich eine Idee, die ich umsetzen möchte. Und dafür brauche ich erstmal Brennstoff. Wir holen Kohle. Ich hoffe, ist hier unten überhaupt noch Kohle? Kann ich mir irgendwie nur mäßig gut vorstellen, weil wir hier alles für die Lehmbrennarbeiten an Kohle schon irgendwie rausgeholt hatten, glaube ich. Ja, Mist. Ich könnte noch Lava holen, aber das ist jetzt eigentlich auch nicht so geil, das als Brennstoff zu nutzen. Muss ich übrigens schon hier, da kann ich auch gleich noch den Kies mitnehmen. Oh. Wo kam der jetzt genau her? Ist ja einfach ein Creeper im Tunnel, ey. Habe ich anscheinend vom Sprengen noch ein bisschen Sprengstoff über gehabt und der hat sich verselbstständigt. Kann ja sein. Was? Von wo kommen die denn? Nee, ernsthaft, von wo kommen die? Das ist ja furchtbar. Ah, hier drüben ist Kohle. Sieh mal an. Okay, ist jetzt zwar nicht gut zugänglich, das Zeug, aber das war auch nicht viel.
Schade. Oh, Diamanten. Ach, das war der eine. Das war der. Ja, hier war, glaube ich, mal Kohle drunter. Das ist das Diamantnetz, das vom Enderman. Verschoben. Ja, ja, ich erinnere mich. Ich erinnere mich damals. Als die Erde noch eine Scheibe war. Oder nicht rund geeiert wurde. Durch die Driftbewegungen im Universum. Ich rede nur Nonsens. Habe ich überhaupt Platz für Kohle? Ja, ich habe Platz für Kohle. Ich brauche nur Cleanstone. Lalala. Oh, da ist Kohle. Was habe ich denn da unten gefunden? Um hier alles so schön zuzubauen und da oben keine Kohle mitgenommen. Frag ich mich wirklich ein bisschen. So. Auf jeden Fall interessant. Wir haben wieder SimCity Gottbonus Musik. Das hört man einfach. Das ist die Musik, mit der man Berge erheben kann, Wälder pflanzt, Gräben zieht und Katastrophen auslösen kann, ja? Das gibt's auch noch. Haben wir hier noch Kohle drin? Ne, hier ist nur Eisen drin. Boah. Was heißt nur Eisen? Wahnsinn. Es liegen einfach mal fast 2 Stacks Eisen drin in den Öfen. Ja, genau. Ja, hier ist aber echt ziemlich viel Eisen. Also ich muss sagen, wenn wir hier den Tunnel fertig ausgehoben haben, haben wir auch auf jeden Fall genug Ressourcen, um hier Schienen reinzulegen. Das ist ja echt Wahnsinn. Aber wir haben trotzdem zu wenig Kohle. Das ist echt traurig. Weil ich bin ja zu meinen Hochzeiten, wo ich wirklich ganz viel Öfen gebraucht habe, hatte ich ja eigentlich nur eine gigantische Baumfarm. Also wirklich, wo gigantische Bäume standen. Ne? Ich habe jetzt leider nur eine Steinspitzhacke dabei. Ich kann die Diamanten hier nicht mitnehmen, aber okay. Wir haben Diamanten, Leute. Also manchmal frage ich mich echt, wieso hier überall Diamanten sind. Schön. Ja, gut. Ich will doch nur Kohle finden. Hallo. Ja, das ist aber ein bisschen sehr gefährlich hier. Alter. Hip. So, dass ich da bei den späteren Baustellen nicht reinfall. Was? Eine Querhöhle? Okay. Eine sehr große Querhöhle. Gar keine Querhöhle. Ich habe übrigens gerade leicht die Orientierung verloren, in welche Richtung ich muss. Aber wir sind an eine Ecke angekommen. Okay, war richtig. Dieses Golderz steht ja auch seit 50 Jahren rum. Das ist die Frage, war hier überhaupt noch Kohle? Andererseits, ich habe jetzt die Monster an. Ich könnte hier die Höhlen erforschen. Oh, da war ja was. Ich erinnere mich, da war so ein toller kleiner Creeper, der gemeint hat. Es waren 3 Creeper. Stimmt. Es war nicht einer. Es waren doch nicht 2. Nein. Fährt zu. Einfach. Hä? Wieso sind hier überall Diamanten? Ich will das doch gar nicht. Diamanten müssen bei einer Höhle gefunden werden und nicht, wenn man einen Tunnel gräbt.
Das ist ja... Kohle. Ja. Naja, das ist ja fast, ja. Ich weiß nicht, wie man das nennen soll. Ich finde es jedenfalls nicht so toll. Also... Sag mal, hatte ich die schon gesehen? Und wir haben jetzt ja irgendwie in den Höhlensystemen, die ich mit diesem Tunnel erschlossen habe, schon so viele Diamanten, ne? Was soll ich denn mit denen? Das ist jetzt ja immer nur etwas kleinere Vorkommen, aber das ist ja... Man addiert das mal auf, das ist ja ein Wahnsinn. Was hier ein Diamanten im Boden ist. Vor allem in Höhlen, die ich ohne diesen Tunnel nicht finden würde. Weil ich ja da nicht hinkomme. Oder ich weiß nicht, ob es in diese Höhlen von oben eine Verbindung gibt. Ich bezweifle es ehrlich gesagt. Weil die Welt oberirdisch jetzt nicht unbedingt viel Löcher aufweist. Zumindest nicht in dem Bereich, wo ich war. Es ist wirklich ein bisschen schade, aber da kann man nichts dagegen tun. Das ist echt... Naja, gut. Aber es ist trotzdem interessant, dass ich durch diesen Tunnel so extrem viele Diamanten finde, aber auch Eisen und sowas. Das darfst du ja auch nicht vergessen, ne? Was das ja für Unmengen sind. Vor allem Unmengen an Eisen, das man eigentlich gar nicht hätte. Das ist ja das Eigentliche. Hier kommt man ja eigentlich nicht hin. Außer man gräbt sich durch Wände durch. Das ist jetzt wirklich halt nicht gerade die eine schöne, spannende Art ist, Ressourcen zu finden, ne? Weil klar, es funktioniert weitestgehend, hat man ja gesehen. Wo bin ich eigentlich auf der Karte? Ah, okay, hier. Interessant, das Stronghold ist eventuell sogar noch auf der Karte drauf. Interessant, also die ist wirklich vom Maßstab her ein bisschen eskaliert. Das sollte etwas kleiner sein. Maßstab ist echt ungünstig gewählt. Sehr ungünstig gewählt. Ja. Kohle. Wie viel Kohle haben wir denn schon? Ah ja, 1,5 Stacks. Gut, damit kann ich ein bisschen Cobblestone braten. Ein Stück weit, aber jetzt gehe ich mir hier mit der Karte in der Hand den Tunnel ab. Aber nur um zu gucken, wo ich rauskomme. La la la. Aha, hier ist die Schnittküste. Hier oben ist Kohle. Hier nicht. So, naja, gut. Dab die Dab geradeaus an Lapis Lazuli vorbei über Lavasin. Geht meine Reise hinweg mit der Karte in der Hand. Gen. Norden. Was ist hier für eine Party? Hi. Ja, okay. Kann man mal machen. Oh, ich glaube, das Jungle ist nicht mehr drauf. Wir kommen langsam an die Grenze. Oh.
sieht spannend aus. Na super. ja. Das ist ja mal ein toller Abschluss für die Folge gewesen. Bis morgen.